Tobias Brandl. Ja, der Tobias Brandl, ein mehrfacher bayerischer Meister, war bei deutschen Meisterschaften schon in den Medaillenringen leider nicht mehr da. Platz 9, VfB. Er jumpt durch. Auf geht's. Ehemalige Passauer. Servus. Hallo Tobias, herzlichen Glückwunsch. Platz 10. Auf Platz 9, VfB LC Friedrichshafen, also vom Bodensee zu uns gekommen. Vincent Maria Tazar. Ein von Flügler, gell, Vincent? Schön. Gratulation. Bitte schön. Platz 9, den hattest du im Ziel. Noch Interview, der gesagt, er trainiert so schön im Allgäu. SV Mindelzell, Marius Forster. So, wir waren ein klitzekleines Bäuschen, weil der Marathonsieger unterwegs ist. Marius Forster hat mir aufgerufen, ist glaube ich nicht hier. Da kommt er zu Platz 7, LG Stadtwerke München. Siebtplatzierter bei Beurer Halbmarathon, Michael Walter. Ehrung von Willi Götz vom SSV Ulm 1846. Platz 6 von der TSG Söflingen, Michael Enderle. Die Weststädter. Ja, und toll, der Wolfgang hier auf der linken Seite. Platz 5. BSD Festo Esslingen, Oliver Späth. Herzlichen Glückwunsch. Marc, bitte eine Zeit, wenn es geht. Kann man die Zeit auch wissen, lieber? Hast du die Zeit auch? Ich schau grad. Nee, Marc, ich meine bei der Siegerehrung. Achso, die Siegerehrung. Ich sag die Zeit schon. Beim fünftplatzierten 1:13:10 für Oliver Späth. Dann auf Platz 4, SSV Ulm 1846, Darko Tesic in 1:12:32. Das ist der Sieger des Marathons aus dem Jahre 2015 in Vorbereitung auf Frankfurt am Main. Darko, da warte ich auf dich in der Festhalle. Darko nutzt den Einstein-Marathon, die Halbmarathon-Distanz, als Vorbereitung. Jetzt kommen wir zu den Top 3 auf den dritten Platz mit 1:12:18:6 fürs BBK Ulm am Start. Maxim Fuchs, kahl geschoren, ist er durchs Ziel gerauscht. Der Zweitplatzierte in 1:11:39. Fürs Team Sappi Runability, Efrem Tadese. Efrem, herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Und das ist der Sieger beim Beurer Halbmarathon im Rahmen des Einstein-Marathons 2016. 2:52:3 schneller als der Zweitplatzierte. In 1:08:46:7 fürs Teilsportsteam von der LG Zusam, Johannes Ester. Und mit der Startnummer 362 der Achim Müller. Rang 2 Achim, 2:41. Und für den Johannes Ester war das heute der Hattrick. 2:14 hat er gewonnen, 2:15 hat er gewonnen und wie Marc eben sagte, heute wieder der Sieger, Johannes, der Dreifachsieger der letzten 3 Jahre. Und soeben, ich habe es schon gesagt, Achim Müller mit der Startnummer 362 als Zweitplatzierter im Ziel. Dankeschön an die Halbmarathonis. Wir kommen zur 10-Platzierten. Dettingen auf der Alp steht hier. Cornelia Rieck, die 10 schnellste Frau
über die 21 Kilometer. In 1:31:21. 1:31:12 für die Neuntplatzierte von der TSG gegen Karin Elsholz. Auf Platz 8 TSV Nördlingen, Birgit Hingst. Platz 7 in 1:30:20 für die OC-Nutz AG unterwegs, Anja Neher. Herzlichen Glückwunsch, Anja. Platz 6, 1:29:52, SV Mergelstetten Triathlon, Stefanie Grimmeisen. Ah, ist schon wieder locker. Bitte schön. 1:29:46 für die Fünftplatzierte vom VfL Kirchheim, Claudia Volz. Westerstetten auf der Alm, Offenbar. Gute Luft zum Trainieren, 1:29:08, Susanne Hafner. Hallo. Susanne Hafner, unsere Viertplatzierte. Auf Platz 3, unterwegs fürs Radio 7 Laufteam, 1:28:29, Verena Annefinger, 1:28:23, aus Neuem, Brigitte Bunz. Ja, und jetzt kommt unsere Siegerin, heute eine Klasse für sich. Gestern Abend bei einem Weideglück-Joghurt hat sie entschieden, heute doch noch mitzulaufen. Zum ersten Mal über die Halbmarathon-Distanz. Arthur, wir haben es heute schon mehrmals gesagt, sie ist als kleines Mädchen hier schon über die kurzen Strecken gegangen und heute eine phänomenale Zeit gelaufen. 1:17:16,9 fürs Team Weideglück. Unsere Siegerin Alina Rehn. Die zweifache deutsche Meisterin U20 über 3000 und 1500 Meter. Die WM 18 Cross. Heute wieder die Nummer 1. Alina, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß noch, als ich dir das erste Mal die Hand geschüttelt habe, als du ein Rennen gewonnen hast, musste ich mich auf die Knie begeben. Mittlerweile hast du mich fast eingeholt. Dein Jahr war ja, du warst ja nicht so super zufrieden, hast viel umgestellt jetzt. Nimmst du jetzt auch den Sieg so mit als Elan für das kommende Jahr, für die Saison? Was hast du denn vorgenommen? Ja, auf alle Fälle. Gestern das Training lief nicht ganz so gut und deshalb bin ich heute eigentlich relativ entspannt rein. Es lief echt locker, es hat riesig Spaß gemacht. Ich habe gesagt, ich glaube, ich wollte Straßenläufer und nicht mehr Bahnläufer, weil die Stimmung einfach ganz anders ist. Wenn man die Leute vorbeiläuft, dann gibt es einem so einen richtigen Schub nach vorne. Und ich glaube, ich nehme die Stimmung und die Atmosphäre mit in die neue Saison und gucke, dass ich da durchstarten kann. Deswegen gibt es jetzt nochmal einen extra riesen Applaus für unsere schnellsten Frauen und speziell für Alina. Herzlichen Glückwunsch. Gut ab. Muss ich das ja immer noch so auf der Zunge zu gehen, als gestern Training nicht so gut gelaufen und heute meine 1:17. Arthur, wie muss man das einschätzen, so eine Zeit? Ja, ich sage jetzt mal einfach aus dem hohlen Bauch, ich habe gestern mal versucht zu eruieren, wie schnell ist jemals eine 19-Jährige in Deutschland Halbmarathon gelaufen. Noch niemals war eine schneller wie du. Nee, Halbmarathon nicht. Also, da gab es wohl die Chronik damals, aber die war schon 21. Also ganz, ganz toll. Es war ein Trainingslauf, Papa steht da, alle sind da und wir freuen uns, dass du dich deinem Publikum heute hier so toll präsentiert hast. Danke nicht nur an Alina, an alle, weil ihr seid alle toll.
die Siegerinnen von eurer Halbmarathon. Herzlichen Dank. Tolles Rennen, toller Tag. Genießt den Ausgang hier auf dem Münsterplatz mit unseren Partnern und den ganz vielen, vielen Menschen hier.